Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Das Leben ist ein langer Prozess. Da ist ganz viel Zerbruch drin. Herzlich willkommen zu Grey Sex. Ja, ja, das Leben ist wirklich ein langer Prozess und da ist ganz viel Zerbruch drin. Matthäus 21, im Vers 42 bis 44 sagt Jesus zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist es geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Also du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder auf den Fels fallen oder der Fels kann auf dich fallen. Im Daniel 2, da hat Nebukadnezar diesen Traum von dieser Statue, dieser riesigen Statue. Und die steht für alle menschlichen Errungenschaften, alle Reiche, das babylonische, römische Reich, griechische Reich damals, ja, alle menschlichen Errungenschaften. Und da kommt dieser Stein und er zerstört die ganze Sache. Dieser Fels zerschmettert, zermalmt alles. Wir kennen die Geschichte vom Jakob. 1. Mose 32. Da ringt ja Jakob mit Gott. Er weiß, am nächsten Tag begegne ich meinem Bruder, dem ich so viel gestohlen habe, so viel Unrecht angetan habe. Und er schickt ganz viele Geschenke voraus, um seinen Bruder gnädig zu stimmen. Ja, da ist ganz viel Scham, ganz viel Schuld steckt ja da dahinter. Ich weiß ja, dass ich's verbockt habe. Und dann an dem Abend, dann ringt Gott mit Jakob und Jakob mit Gott und Gott gibt ihm einen neuen Namen. Ja, dieser Gottesstreiter Israel oder Fürst Gottes. Und von da an hinkt er und da hat sich äußerlich was verändert, aber innerlich auch. Er kann auf einmal zu seinen Taten und zu seinen Fehlern stehen. Ja? Muss sich nicht mehr hinter denen verstecken, muss sich nicht mehr rechtfertigen, muss die Tatsachen nicht mehr verdrehen, sich nicht mehr besser darstellen, als er wirklich ist. Ab diesem Moment lebt Israel, lebt Jakob aufrichtig. Ja? Kein einziges Mal mehr lesen wir, dass er irgendwie unaufrichtig war. Seine Kinder schon, Jakob nicht mehr. Da ist was in Jakob verändert worden. Und dann, 1. Mose 33, am nächsten Tag, jetzt begegnet er seinem Bruder. Verändert aber, nicht so wie gestern, sondern ich habe mit Gott gerungen, da ist in mir was zerbrochen. Ja? Und ich muss mich nicht mehr verteidigen, ich muss keine Angst mehr haben, gerichtet zu werden. Ich kann zu meinen Sachen stehen, denn ich bin Gott begegnet und ich weiß, dass ich angenommen bin. Und jetzt schickt Jakob niemand mehr voraus, sondern er steht vor seiner ganzen Familie. Ja, er kann sich selbst stellen. Und ich möchte sagen, diese Verletzlichkeit, oh, die ist attraktiv. Ja, die ist einladend, denn jeder von uns macht ja Fehler. Jeder hat ja gesündigt. Und die Frage, die jeder hat, Christ, nicht Christ, ist, hat's Platz für mich? Mit meinen ganzen Fehlern, mit all dem, wo ich nicht gut genug bin. Lukas 18 sagt Jesus, aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Ja, also da ist schon Selbstgerechtigkeit da. Es gingen zwei Menschen hinauf zum Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, wunderbar, Vollzeitler, so wie der Timo. Und der andere ein Zöllner, so wie mein Freund der Flo Mack. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal die Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich weiß, wer ich bin. Ich muss nicht so tun, als ob ich besser bin als du. Aber ich bin seiner Gnade begegnet.
Und dann im Vers 14, ich sage euch, diese ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Paulus schreibt im 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ja, Paulus musste nichts mehr irgendwie hindrehen, sich nicht rechtfertigen, sondern sagen, ich habe eine Story, ich habe eine Geschichte, ich habe richtig viel Mist gebaut. Und trotzdem bin ich so von Gott geliebt, dass ich das nicht irgendwie wegtun muss, sondern ich kann dazu stehen und kann dir sagen, schau dir das an. Wenn es dir in deinem Leben genauso geht, möchte ich dir sagen, da ist Gnade für dich, da ist Annahme für dich. Ich möchte dich ermutigen, erzähl deine Story. Deine Geschichte hat Kraft, deine Story mit Jesus, wie er dir begegnet ist, wie er dir vergeben hat, was Jesus durch dich getan hat, in dir getan hat, wie er dich verändert hat. Da ist eine Einladung in die Gnade Gottes. Da hat es einen Platz für dich, da hat es einen Platz für mich. Und wir beide, indem wir unsere Story erzählen, in der Demut, zeigen wir immer wieder auf die Gnade Gottes. Und wir sagen, bei ihm darf ich so sein, wie ich bin. Ich bin angenommen, so wie ich bin. Und ich werde verändert in seiner Gnade, immer mehr zu seinem Ebenbild. Da ist Hoffnung für dich und da ist Hoffnung für mich.